Grüß euch, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserem Livestream. Ich bin der Sepp Aschauer aus dem Yoga-Zentrum Strausdorf und Karlsruhe. Wir beginnen heute auch die Sequenz wieder mit 5 Minuten Meditation, machen dann diese Pranayama-Techniken und danach diese Asana-Technik. Wir machen heute was für die Knie, Supta Virasana, liegende Held, und da mache ich zwei Varianten. Für diejenigen, die eben Knieprobleme haben, die sollen sie da höher setzen in dieser Haltung, damit wirklich die Knie entlastet sind, nicht gleich wieder rauskommen aus der Haltung. Da erkläre ich nochmal kurz vorher was, wo es ziehen darf und wo es nicht ziehen soll. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, dass wieder einige mitmachen. Ihr dürft eine aufrecht, bequeme, stabile Haltung einnehmen, Brustbein etwas anheben, Scheitel Richtung Decke, die Hände auf den Oberschenkeln ablegen, die Augen schließen. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weich. Lass deine Augäpfel zurücksinken in die Augenhöhlen, nimm dadurch deinen Augendruck und bleib mit deinen Gedanken, bei deiner Atmung, beobachte deine Atmung. Atme ruhig, gleichmäßig und tief. Versuche, deine Aufrichtung zu halten.
Ihr dürft die Augen öffnen. Wir beginnen jetzt in Shavasana für Pranayama. Wenn es die Decken dreimal diese Größe habt, die ist dreimal die langen Seiten noch zusammengelegt, dann zweimal nur mal der langen Seite zusammenlegen, dass die Decken fünfmal der langen Seite nach gefalten ist. Das Grundkissen am Ende der Matte mittig hinlegen, auflockern, die Decken so drauf, die runde Kanten der Decke in die Mitte der Matte. Setz dich jetzt mittig auf die Matte vor das Polster, die Ferschen hier noch auf der Matte, eine Handbreite vom Polster weg, bring deine Sitzbeinhöcker nach außen und dreh die Oberschenkel leicht nach hinten. Hände an der Seite, Füße heran, auch hier die Ferschen leicht nach außen, auf die Ellenbogen herunterkommen, Becken anheben, ausmitteln, zurücklegen, die Decke unter den Kopf schieben, so dass die runde Kanten der Decke den Nacken berührt, die Ellenbogen schauen auch hier senkrecht nach oben, die Beine strecken, die Beine leicht angespannt, Oberschenkel leicht nach innen gedreht, greif mit den Fingern den Hinterkopf, heb den Kopf etwas an, schau zu den Zehenspitzen, die Beine parallel zur Matte ausrichten, Nacken wieder längern, Kopf ablegen, greif mit den Fingern zum Gesäß, Gesäß anheben, etwas nach vorne schieben, wieder absenken, sodass der untere Rücken mehr entlastet wird. Die Hände wieder nach oben zum Kopf. Die Handflächen ausfallen. Die Finger leicht spreizen. Atme jetzt tief ein. Im Ausatmen die Arme an der Seite ablegen. Die Ellenbogen berühren noch die Mattenkante. Schiebe deine Schulterblätter nach unten, innen aufs Polster. Einmal links, einmal rechts. So dass der Nacken die Möglichkeit hat, sich noch mehr zu entspannen. Zuerst die Hände, Arme, den Rumpf entspannen. Ganz zum Schluss die Beine und Füße nach außen fallen lassen. Shavasana für Pranayama. Die Augen schließen, die Atmung vertiefen. Tiefer in deinen Brustkorb ein. Und ausatmen. Dieses bewusste, vertiefte Ein-Ausatmen ist Ujjayi 1. Die erste Technik, was wir jetzt machen, Ujjayi 3, verlängert Einatmen. Mit jetzt beim Einatmen die Schläge des Metronoms zählen und versuchen immer gleich lang einzuatmen. Wenn ihr bereit seid, mit der nächsten Einatmung beginnen. Den Brustkorb ausdehnen, die Lunge maximal füllen. Dabei die Schläge des Metronoms zählen. Versuche immer gleich lang einzuatmen. Beim Einatmen zuerst die Bauchdecke leicht anheben, die unteren Rippen in die Breite ziehen. Die seitlichen Rippen hoch Richtung Achsel und am Schluss der Einatmung den Brustkorb so ausdehnen, dass das Brustbein näher zum Kinn kommt. Beim Ausatmen zuerst die Bauchdecke etwas absinken lassen und dann ganz gleichmäßig den Brustkorb zusammensinken lassen. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weich. So fein, ruhig und gleichmäßig wie möglich einatmen. Die Ausatmung ist frei und gleichmäßig. Wir gehen über in Ujjayi 4, gleich lang ein, gleich lang ausatmen. Jeder versucht mal genauso lang, wie er jetzt eingeatmet hat, auch auszuatmen. Ist der Atemzug so zu lang für dich, dann mach einen Erholungsatemzug. Einmal ganz tief ein, ausatmen. Und dann verkürzt mit der Einatmung in die Technik wieder einsteigen. Gleich lang einatmen, gleich lang ausatmen.
Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Wenn du 4 Schläge lang einatmest, auch 4 Schläge lang ausatmen. Jeder sucht sich seine Atemlänge. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Bei dieser Technik, wenn du doch spürst, wenn du Druck aufbaust im Kopf oder in der Lunge, dann mach einen Erholungsatemzug. Tief ein, ausatmen und dann wieder mit der gleichen Atemlänge, die du gehabt hast, in die Technik wieder einsteigen. Gleich lang einatmen, gleich lang ausatmen. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. So fein, ruhig und gleichmäßig wie möglich ein- und ausatmen. Dabei den Brustkorb maximal ausdehnen, die Lunge 100% füllen. Wenn du 4 Schläge lang einatmest, auch 4 Schläge lang ausatmen. Die nächste Einatmung fertig machen, dann frei ausatmen, die Technik so beenden. Jeder für sich nochmal tief ein- und ausatmen und dann hineinspüren, wie sich die Atmung anfühlt. Hineinspüren, wie ruhig die Atmung jetzt ist. Wir machen noch kurz Samavritti. Samavritti heißt gleichmäßig. Wir haben letztes Mal, glaube ich, das Ungleichmäßige gemacht, wie Samavritti. Und wir machen heute wieder gleichmäßig Samavritti. Ihr dürft gleich lang einatmen, Brustkorb ausdehnen, Lunge füllen, gleich lang die Luft anhalten, ohne Druck, gleich lang ausatmen, gleich lang die Luft anhalten, ohne Druck. Das ist ein Atemzug. Wir machen immer 2 Atemzüge. Macht jeder für sich einen Erholungsatemzug und dann wieder mit der Einatmung in die Technik einsteigen. Alle nochmal tief ein- und ausatmen. Und jetzt beginnen. Gleich lang einatmen. Gleich lang die Luft anhalten, ohne Druck. Gleich lang ausatmen. Gleich lang Luft anhalten. Ohne Druck. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Gleich lang einatmen. Gleich lang die Luft anhalten. Gleich lang ausatmen. Gleich lang Luft anhalten. Wer 2 Atemzüge so ausgeführt hat, macht einen Erholungsatemzug. Ganz tief ein, ausatmen und dann wieder mit der Einatmung in die Technik einsteigen. Gleich lang einatmen, gleich lang die Luft anhalten, gleich lang ausatmen,
gleich lang Luft anhalten. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch. Ganz weit. Gesicht, Hals, Kehle, weich. Gleich lang einatmen. Gleich lang die Luft anhalten, ohne Druck. Gleich lang ausatmen. Gleich lang Luft anhalten, ohne Druck. Nach zwei Atemzügen einen Erholungsatemzug machen. Tief ein, ausatmen. Und dann wieder mit der Einatmung in die Technik einsteigen. Gleich lang einatmen. Gleich lang die Luft anhalten. Ohne Druck. Gleich lang ausatmen. Gleich lang Luft anhalten. Ohne Druck. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weich. Gleich lang einatmen, gleich lang die Luft anhalten, gleich lang ausatmen, gleich lang Luft anhalten. Nach zwei Atemzügen einen Erholungsatemzug machen, tief ein, ausatmen und dann mit der Einatmung wieder in die Technik einsteigen. Ihr atmet jetzt so lange weiter, bis ihr das nächste Mal die Einatmung fertig gemacht habt. Nicht mehr die Luft anhalten. Gleich wieder ausatmen, die Technik so beenden. Dann jeder für sich nochmal tief ein- und ausatmen und dann hineinspüren, wie sich die Atmung anfühlt. Hineinspüren, wie ruhig die Atmung jetzt ist. Die Arme beugen, die Hände auf den Bauch legen, die Füße heranstellen, die Füße etwas breiter aufstellen, die Knie fallen von alleine zusammen. Atme hier noch einmal tief, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen die Bauchdecke absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Komm auf deine rechte Seite vom Polster herunter. Und drück dich dann über die Seite hoch, Kopf hängen lassen und aufsetzen. Jetzt wieder vor das Polster setzen für Supta Baddha Konasana. Dann, wer Rücken-, Knie-, Hüftprobleme hat, Blöcke links und rechts griffbereit auf Hüfthöhe. Nimm deinen Gurt auch in die Nähe, Sitzbeinhöcker nach außen, Oberschenkel nach innen. Bring deinen Gurt jetzt um den Rumpf. Hinten so weit nach unten den Gurt, dass er überm Gesäß ist. Die Füße dann heran, die Fußflächen aneinander, die Knie nach außen fallen lassen, den Gurt einhängen und spannen. Wer Rücken-, Knie-, Hüftprobleme hat, Blöcke gleich jetzt unter die Oberschenkel bringen. Greif nach hinten aufs Polster, komm auf deine Ellenbogen herunter. Kommt das Wichtigste an dieser Haltung, Becken anheben, das obere Gesäß nach vorne, Schambein nach oben. Becken anheben, Gesäß nach vorne, Schambein nach oben. Ohne dem, dass ich vom Polster wegrutsche. Zurücklegen. Die Decke unter den Kopf schieben, sodass die runde Kanten der Decke den Nacken noch berührt. Und dann streckt die Arme senkrecht nach oben. Die Handflächen schauen zueinander. Die Arme gestreckt, deine Schulterblätter ziehen nach unten innen. Versuch hier deine Hände, deine Unterarme in einer Linie zu bringen. Atme jetzt tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen die Bauchdecke einsinken lassen, Leiste, Becken noch mehr entspannen. Tief einatmen, beim Ausatmen die Arme über den Kopf ziehen. Schau hier, dass Achseln nicht ausdrücken
und dass deine Schulterblätter nach unten innen ziehen. Die Arme bleiben hier gestreckt. Greif jetzt mit deiner rechten Hand den linken Ellenbogen, mit der linken Hand den rechten Ellenbogen. Die Finger halten die Ellenbogen, die Arme sind entspannt. Atme tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen die Bauchdecke absinken lassen, Leiste, Becken noch mehr entspannen und dann den Rest ausatmen. Also bei der Haltung versuchen mit der Zeit, dass hier die Knie komplett zum Boden absinken. Wer da eben Probleme hat oder wer Hüftdysplasie hat, der sollte wirklich da mit Unterstützung arbeiten, dass man Blöcke unterlegt und immer da langsam in diese Haltung hineinkommt, dass hier kein Druck aufs Gelenk zusätzlich entsteht. Ansonsten, wer normalerweise keine Hüftprobleme hat, sondern es wirklich nur an muskulär liegt, der kann auch hier Gewichte auf die Oberschenkel legen, damit wirklich hier da die Unterschenkel, Oberschenkel mit der Zeit eben aufliegen. Und das zwischendrin immer wieder tiefer einatmen, schafft Raum für die Organe. Beim Ausatmen die Bauchdecke bewusst etwas absinken lassen, entspannt die Organe, schafft Raum und entspannt den Rückenmuskel. Also für diejenigen, die eben am unteren Rücken Verspannungen haben, wäre das eine sehr gute Haltung. Und dann wieder tief, ruhig in den Brustkorb einatmen. Im Ausatmen Bauchdecke absinken lassen. Leiste Becken noch mehr entspannen. Und dann den Rest ausatmen. Deine Schulterblätter ziehen immer noch nach unten. Jetzt atme tief ein. Im Ausatmen deinen linken, rechten Arm strecken. Handflächen schauen auch hier wieder zueinander, die Arme gestreckt, die Schulterblätter nach unten innen. Greif mit deiner linken Hand den rechten, mit der rechten den linken Ellenbogen. Die Finger halten die Ellenbogen. Die Arme selbst sind entspannt. Auch hier wieder tief, ruhig in den Brustkorb einatmen. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen. Leiste, Becken noch mehr entspannen. Nur für diejenigen, die eben Probleme irgendwo haben, egal ob im Knie oder Hüfte, Muskulatur, für die ist das Atmen wichtig, weil man durch diese Ausatmung eben loslassen kann. Mit Luft anhalten und mit der Einatmung kann man nicht locker lassen. Also versuch hier wirklich mit deiner Atmung hier zu arbeiten. Die Atmung ist im Yoga sehr, sehr wichtig. Und jeden vierten bis fünften Atemzug hier bewusst tiefer, ruhig in den Brustkorb einatmen. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen. Leiste, Becken noch mehr entspannen. Bleiben hier noch einige Atemzüge liegen. Spür diese Gelenke, diese Muskeln, die was selbst arbeiten. Du siehst, dass du hier noch tiefer gehen könntest, aber das eben die Muskulatur zum Beispiel nicht erlaubt. Dann atme genau in diese Stelle hinein mit der Ausatmung. Und die Einatmung, Brustkorb ausdehnen, Lunge füllen. Im Ausatmen in diese Stellen hineinatmen, die was eben noch Probleme bereiten. Jetzt wieder tief einatmen. Im Ausatmen deinen rechten, den linken Arm strecken. Handflächen schauen hier zueinander. Einatmen. Im Ausatmen die Arme nach vorne ziehen und seitlich ablegen.
Schulterblätter auch hier wieder nach unten innen aufs Polster bringen. Hineinspüren, wie sich die Arme jetzt anfühlen, die Hände, die Finger. Und wie sie sich angefühlt haben, wie die Arme über den Kopf verschränkt waren. Wir bleiben hier noch zwei Atemzüge in dieser Haltung liegen. Jetzt tief einatmen. Mit dem Ausatmen hochkommen. Aufsetzen. Gurt lösen. Die Beine strecken. Die Beine gesteckt. Die Großtippballen berühren sich. Die Hände an der Seite, Brustbein angehoben. Atme jetzt tiefer, ruhig in den Brustkorb ein, hebe das Brustbein etwas an. Mit dem Ausatmen Schulterblätter nach unten, innen Beine anspannen. Spannung lösen. Jetzt erkläre ich, bevor wir in Supta Virasana gehen, einige Dinge. Und Supta Virasana bleibt dieses Polster so liegen. Man kann hier mit den Blöcken das Polster zum Beispiel höher legen. Ich merke die Kodon jetzt so weit mit dem Gesäß nach unten, dann lege ich das Polster höher. Für diejenigen, die Knieprobleme haben, diejenigen setzen sich jetzt auf die Blöcke, auf eine Höhe, wo ich spüre, dass die Knie selbst nicht wehtun, also die Waden nach außen drehen und dann absitzen. Und diejenigen, die eben Knieprobleme haben, lehnen sich dann etwas zurück und heben hier die Schambein nach oben, Gesäß nach unten und bleiben hier so, bis ich die anderen in die Haltung gebracht habe. Die anderen setzen sich vor das Polster, die Waden nach außen und hier dann da die Knie schon zusammenbinden. Dass die Waden, die Oberschenkel zusammengebunden sind und zurücklehnen, jetzt das Becken anheben, Gesäß nach vorne, Schambein nach unten und dann zurücklegen, übers Polster. Die Arme nach vorne gestreckt. Die Handflächen schauen hier zueinander, die Arme gestreckt. Hier tief einatmen, mit dem Ausatmen die Arme über den Kopf ziehen. Greif mit deiner rechten Hand den linken, mit der linken den rechten Ellenbogen. Die Finger halten die Ellenbogen, die Arme selbst sind entspannt. Und immer wieder, wenn ich hier unten einen Druck verspüre, Becken anheben, Gesäß nach vorne, Schambein nach oben bringen. Ich komme jetzt raus aus der Haltung, ihr bleibt drin liegen und ich mache mit denjenigen, die Knieprobleme haben, diese Steigerung praktisch, dass man hier weiter das Knie öffnen kann. Also diejenigen, die jetzt auf den Blöcken sitzen, die anderen bleiben noch. Zurücklehnen, soweit es möglich ist. Und zwischendrin immer wieder das Becken anheben, das Gesäß nach vorne bringen, Schambein nach oben ziehen. Und dann etwas tiefer kommen. Und man spürt da am Oberschenkel hier den Zug. Wenn hier nah am Knie etwas zieht, ist es noch nicht schlimm. Das sind die Muskeln, die was hier eben geöffnet werden. Also bleibt nur ein bisschen in der Haltung drin, ein paar Atemzüge. Diejenigen, die übers Polster liegen, die atmen jetzt tief ein. Im Ausatmen die Arme strecken. Und dann mit der linken Hand den rechten Ellenbogen treffen, mit der rechten den linken. Finger halten, die Ellenbogen, die Arme entspannt. Diejenigen, die eben auf den Blöcken sitzen, man kann auch hier noch höher sitzen. Also wenn ich die Blöcke so habe, dann einen Block stehend, einen quer nehmen und setze mich hier drauf, dann sitze ich noch höher. Und kann dieselbe Haltung hier genauso ausführen, damit meine Knie entlastet sind. Also nicht einfach rausgehen aus der Haltung, wenn ich spüre, meine Knie ziehen. Wenn ich dann rauskomme aus der Haltung, dann spüre ich eigentlich diesen Effekt, dass diese Gelenkflächen wieder richtig mobilisiert sind, geschmiert werden und dann habe ich halt weniger
Probleme mit meinen Knien. Diejenigen, die flach auf dem Polster liegen, tief ein mit dem Ausatmen, die Arme strecken. Und dann einatmen, mit dem Ausatmen die Arme nach vorne ziehen und seitlich ablegen. Wir bleiben noch ein bisschen, die was auf den Blöcken sitzen. Zwei Atemzüge noch durchhalten. Jetzt tief ein, mit dem Ausatmen alle hochkommen zum Sitzen. Diejenigen, die auf dem Polster liegen, den Gurt nach vorne abstreifen. Dann hochkommen, die Hände absetzen, das eine Bein nach hinten strecken, das andere Bein nach hinten strecken und mal kurz in den Hund nach unten kommen. Die Arme gestreckt, die Beine gestreckt, der Kopf in der Verlängerung der Wirbelsäule. Versuch auch hier deine Ferse nach unten Richtung Boden zu bringen, soweit es geht, damit die Waden gedehnt werden. Jetzt tief einatmen, mit dem Ausatmen wieder auf die Knie herunterkommen. So, man dann die Blöcke weg. Und jetzt genau herschauen. Nehmt euer Polster, lockert das Polster zuerst auf. Legt das Polster hier quer zur Matte. Nimm deine Decke. Die Decke so öffnen, dass die Decke dreimal der langen Seite nach gefalten ist. Die Decke mit den Händen nochmal glatt streifen und jetzt einmal der Längsseite nach falten. Dann nimm deine Decke quer, Längsseite, so wie das Polster ist, auch das auf das Polster legen. Nimm einen Block. Für diejenigen, die Brustwirbelsäulenprobleme haben, Nackenprobleme haben, die können hier noch an einen zweiten Block setzen, damit der Kopf höher liegt. Und dann gehen wir miteinander in diese Haltung hinein. Setz dich erst vor das Polster und streck einmal kurz noch die Beine, dass wir vom Supta Virasana erholt sind. Und dann hier nochmal tief ein, ausatmen. Ihr schaut kurz, macht es im Schnelldurchlauf vor und dann gehen wir miteinander in die Haltung. Also da Füße heran, dann komme ich auf die Ellenbogen herunter. Die Oberarme sind senkrecht. Dann auf das Polster herunterkommen, die Hände hinter den Kopf. Und jetzt spüre ich hier, wo mein Nacken ist, ist auch fast das Ende vom Polster. Also ein bisschen weiter Richtung Becken rutschen. Nicht mit der Schulter über das Polster rutschen. Und dann wird den Kopf ablegen. Wir schauen jetzt. Die Finger James Bond. Tief einatmen. Mit dem Ausatmen die Achsel nach innen drehen. Die Arme strecken. Einatmen. Ausatmen die Arme über den Kopf. Maximal. Und dann die Beine strecken. Wenn wir die Beine hier strecken, auch anschauen. Und dann wieder tief ein, ausatmen, die Arme noch mehr über den Kopf ziehen. Maximal. Dann beim, wenn ich sage, einatmen, ausatmen nach oben. Block umlegen, wer sich das zutraut, die Arme über den Kopf. Eventuell den Block dann raus und drüber ziehen, Becken bleibt sauer am Boden liegen. Beim Rauskommen, tief ein, ausatmen, die Arme etwas nach oben, Finger lösen, dann ein Bein heranziehen, Ellenbogen ins Polster, tief einatmen, ausatmen, hochkommen, aufsetzen. Als letztes den Kopf anheben. So, jetzt gehen wir miteinander in die Haltung. Füße heran, Fersen nach außen, auf die Ellenbogen herunterkommen. Spür, ob hier deine Oberarme senkrecht sind. Dann komm auf deine Schulterblätter herunter, nimm die Hände hinter den Kopf. Jetzt lass du eine Hand hinter den Kopf und schaust, fühlst mit der anderen Hand, wo bin ich? Wo ist mein Polsterende? Wo ist meine Schulter?
Also die Schulter muss etwas näher Richtung Becken sein, als wie das am Polster. Dann komm runter, hier mit dem Kopf auf deinen Block. Den Block nicht so nah an der Halswirbelsäule. Jetzt streck deine Arme nach oben. Bring deine Hände in James Bond Finger. Finger kreuzen, Daumen kreuzen, nur die Zeigefinger zeigen zur Decke. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen Achseln. Mit dem Ausatmen die Arme über den Kopf ziehen. Maximal. Arme über den Kopf ziehen. Wenn du hier dein Maximum erreicht hast, dann streck deine Beine. Eins nach dem anderen. Und die Beine spannst du jetzt maximal an, um den Rücken zu entlasten. Atme tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Mit dem Ausatmen zieh deine Arme gestreckt noch mehr über den Kopf Richtung Boden. Wenn du am Boden mit deinen Händen angekommen bist, ohne den, dass du die Arme gebeugt hast, dann merk dir diese Haltung und leg dich beim nächsten Mal eventuell eine zweite Decke unter oder eine dritte, damit du höher liegst. Jetzt atme tief ein. Beim Ausatmen die Arme auf Augenhöhe nach oben bringen. Die Finger lösen. Nimm eine Hand hinter den Kopf. Heb mit der Hand den Kopf an. Nicht selbstständig den Kopf anheben. Jetzt mit der anderen Hand den Block umliegen. Wenn du das zutraust, dass du rausnimmst, dann nimm ihn raus und leg langsam, streck deine Halswirbelsäule und bring den Kopf Richtung Boden und die Arme gleichzeitig über den Kopf mit James Bond Hände. Achseln nach innen, Schulterblätter weg von den Ohren, die Beine maximal angespannt. Atme hier tief ein, mit dem Ausatmen noch mehr über die Arme über den Kopf. Und das spürt man auch, da man durch das Einatmen Raum schafft. Spann die Beine an, maximal. Fußgelenke flex. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weit. Achseln nach innen. Jetzt tief einatmen. Mit dem Ausatmen die Finger lösen. Bring ein Bein zu dir und greif hier unter die Kniekehle, den anderen Arm nach vorne, mit dem Ellenbogen ins Polster, lass den Kopf hinten. Atme ein, ausatmen, drück dich nach oben. Jetzt den Kopf erst anheben, die Arme hier ausrollen, die Beine nach vorne gestreckt, die Augen kurz schließen. Atme jetzt tiefer, ruhig, in deinen Brustkorb ein, über die Bauchdecke aus, Schulterblätter nach unten und dann in Rest ausatmen. Ich drehe mich jetzt zu euch, dann seht ihr das auch von der Seite. Polster auf die Seite bringen, nimm die Decke, mach die Decke einmal auf, die Decke glattstreifen und einmal der langen Seite zusammenlegen. Dann brauchst du deine Blöcke. Manche, wenn hier, wir machen Marichi Asana 3, ist eine Drehhaltung, die was in diese Haltung hineinkommen, geht ein bisschen schräg, dass ihr das wirklich auch wahrnimmt. Da ist wichtig bei einer Drehhaltung, dass der Oberkörper nur aufgerichtet ist. Und die meisten müssen sich hier auf also einen Block setzen. Und den zweiten Block nach hinten bringen. Gehen wir gleich miteinander rein in diese Haltung. Ihr dreht das rechte Knie heran und hier die Ferse Richtung Sitzbeinhöcker. Die rechte Hand ans Schienbein, den linken Arm nach vorne strecken, die Handfläche leicht nach oben drehen. Einatmen, schau der linken Hand zur Decke nach. Mit dem Ausatmen, komm mit deinen Ellenbogen nach außen und schließ hier den Abstand, also den zwischen Oberschenkel und Rumpf. Schaffst du das nicht, greif hier das Knie. Dann greif nach hinten mit der rechten Hand auf den Block. Atme ein, heb den Brustbein an. Mit dem Ausatmen, dreh dich nach rechts und schau über deine rechte Schulter.
Dreh dabei den Bauchnabel am Oberschenkel vorbei. Versuch hier die maximale Drehung rauszubekommen, was du schaffst. Und auch in dieser Haltung atmen, also immer wieder tief, ruhig einatmen, Brustbein anheben, mit dem Ausatmen noch mehr drehen. Schau mit deinem Kopf nach vorne zur linken Hand, damit dein Nacken hier nicht verspannt. Die linken Zehen schauen senkrecht Richtung Decke. Beim Rauskommen der linken Hand zur Decke nachschauen mit der Einatmung. Einatmen, ausatmen, nach vorne drehen, das rechte Bein strecken, aufrecht sitzen, Brustbein nach oben, Hände an der Seite, tief einatmen, ausatmen. Das linke Bein heranstellen, also die linke Ferse zum linken Sitzbeinhöcker bringen, linke Hand ans linke Schienbein, rechten Arm nach vorne strecken, die Handfläche leicht nach oben gedreht, der Hand wieder mit der Einatmung nachschauen nach oben, ausatmen, Ellbogen rausbringen, dann nach hinten greifen auf den Block. Atme ein, heb dein Brustbein an. Mit dem Ausatmen dreh dich und schau über deine linke Schulter. Brustbein angehoben, dreh den Bauchnabel am Oberschenkel vorbei und den Kopf drehst du nach vorne zur rechten Hand. Die rechten Zehen hier senkrecht nach oben. Dann wieder einatmen, Brustbein etwas anheben. Mit dem Ausatmen noch mehr drehen. Versuch die Spannung hier noch einige Atemzüge zu halten. Beim Rauskommen der rechten Hand zur Decke nachschauen mit deiner Einatmung. Ausatmen, nach vorne drehen, aufrecht sitzen, Beine gestreckt, Brustbein angehoben. Hier nochmal tief ein, ausatmen. Also das ist anatomisch so, dass manche sitzen eben auf solch einer Decke, die anderen eventuell zusammengelegt auf einer Decke. Diese Höhe muss ein Lehrer für jemanden bestimmen, damit man sieht, ist der Oberkörper optimal aufgerichtet oder lehnt der Oberkörper zurück, dann weiß ich, wenn der Oberkörper zurücklehnt, dass ich höher sitzen muss. Also diese Öffnung, diese Drehhaltungen sind sehr wichtig. Wir machen das nur mal jede Seite, rechtes Bein heran, rechte Hand ans rechte Schienbein, linken Arm nach vorne. Einatmen, schau der Hand noch. Ausatmen, Ellenbogen nach außen, nach hinten greifen, mit der rechten Hand zum Block. Dann atme jetzt ein, heb das Brustbein an. Mit dem Ausatmen, dreh nach rechts und schau über deine rechte Schulter. Dreh den Kopf nach vorne zur linken Hand und schau dabei, ob in der zweiten Drehung du hier den Bauchnabel noch mehr am Oberschenkel vorbeidrehen kannst. Einatmen, mit dem Ausatmen noch mehr drehen. Oberkörper senkrecht aufgerichtet. Beim Rauskommen der linken Hand zur Decke wieder nachschauen mit der Einatmung. Einatmen, ausatmen, nach vorne drehen, Bein strecken, aufrecht sitzen, nochmal tief ein, ausatmen. Linkes Knie heran, linke Ferse Richtung linken Sitzbeinhöcker, linke Hand ans linke Schienbein, rechten Arm nach vorne strecken. Einatmen, der rechten Hand nachschauen, ausatmen, Ellenbogen nach außen, linke Hand nach hinten, atme jetzt ein, heb das Brustbein an, mit dem Ausatmen dreh dich nach links und schau über deine linke Schulter. Dreh den Kopf nach vorne, zu deiner rechten Hand. Atme wieder ein, hebst Brustbein noch etwas an. Mit dem Ausatmen versuch jetzt den Bauchnabel noch mehr am Oberschenkel vorbeizudrehen. Haltung, zwei, drei Atemzüge noch halten. Auch die rechten Zehen senkrecht nach oben. Beim Rauskommen aus der Haltung der rechten Hand zur Decke nachschauen mit der Einatmung. Einatmen. Ausatmen.
nach vorne drehen, Bein strecken. Nochmal tief ein, ausatmen. Dann wieder von den Blöcken herunterkommen. Also man kann diese Haltung natürlich auch, wenn ich hier flach auf dem Boden sitze, dann machen wir jetzt noch eine Zusatzhaltung. Ihr bringt jetzt den rechten Fuß über das linke Knie, soweit es geht, heranziehen. Und hier die Ellenbogenkehle um das rechte Knie. Und dann drehe ich maximal nach hinten und drehe den Bauchnabel am rechten Oberschenkel vorbei und schau über deine rechte Schulter und drehe den Kopf nach vorne zur linken Hand. Die linken Zehen wieder geöffnet. Hier wird zusätzlich der Gluteus Maximus und Minimus geöffnet und der Piriformis. Also Piriformis hat sehr viel mit dem Ischiasnerv zu tun. Also so kann man hier auch diese Öffnung ausführen. Kopf nicht hinten lassen an der rechten Schulter, sondern maximal drehen, was möglich ist, und den Kopf vorne lassen, damit der Nacken nicht verspannt. Beim Rauskommen wieder einatmen, der linken Hand zur Decke nachschauen mit der Einatmung. Ausatmen, Bein lösen, nach vorne strecken, Hände an der Seite, nochmal tief ein, ausatmen, links heran, linken Fuß außen zum rechten Knie bringen und deine rechte Ellenbogenkehle um das Knie und mit der linken Hand nach hinten. Dann einatmen, mit dem Ausatmen dreh dich maximal nach links. Schau hier über deine linke Schulter und dreh den Kopf nach vorne zur rechten Hand. Die rechten Zehen senkrecht nach oben gedreht. Wirbelsäule gerade aufgerichtet. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Und wieder ein bisschen einatmen. Mit dem Ausatmen noch mehr drin. Da kann man nicht mehr 100% einatmen, wenn man eine sehr große Drehung ausgeführt hat. Beim Rauskommen der rechten Hand zur Decke nachschauen mit der Einatmung. Einatmen, ausatmen, nach vorne drehen, Hände an der Seite, Beine strecken, nochmal tief ein, ausatmen. Ihr müsst jetzt die Matte abräumen fast und leg hier dein Polster. Weil ich weiß, die meisten haben wirklich an der Schulter Probleme. Polster am Ende der Matte, wo der Kopf ist, querlegen. Dann leg dich hier auf deine Matte, die Beine gebeugt, so dass dein Kopf hier fast am Polster ansteht. Die Füße etwas breiter, die Knie fallen zusammen. Atme hier tief ein, über die Bauchdecke aus. Und jetzt versuchen, sauber mitzumachen. Wir machen jetzt eine leichte Bauchhaltung. Jeder versucht das Maximum. Wer extrem verkürzt ist an der Oberschenkelrückseite, kann das Becken eventuell mit einer Decke unterstützen. Das schaut dann so aus. Ich zeige das auf der Decke auf und dann tue ich mich leichter. Das ist fast zu hoch. Also lieber ein bisschen niedriger liegen, wer das benötigt, der nimmt hier eine Decke zur Hand. Die anderen, alle, also machen wir alle, Arme nach oben. Tief ein, ausatmen, die Arme über den Kopf ziehen. Dreh die Handflächen zur Decke, die Achseln nach innen. Ziehe deine Knie Richtung Brust. Atme ein, ausatmen, die Beine nach oben strecken. Beine angespannt, Beine gestreckt. Oberschenkel nach hinten. Die Zähne berühren sich nicht. Die Arme gestreckt. Tief einatmen. Ausatmen, die Beine ein kleines Stück absinken lassen. Versuch hier ruhig und gleichmäßig zu atmen. Dann atme wieder tief ein. Ausatmen, Beine nach oben. Wieder Bauatemzüge ruhig bleiben, einatmen, ausatmen, Beine absinken lassen. So halbe Höhe.
Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Dann wieder einatmen, ausatmen, hochkommen. Einatmen, ausatmen, absinken. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Die Beine gestreckt, Fußgelenke flex. Einatmen, ausatmen, hoch. Einatmen, ausatmen, absinken. Einatmen, ausatmen, hoch. Einatmen, ausatmen, absinken. Lass die Beine gestreckt, die Oberschenkel nach hinten, die Arme gestreckt, die Achseln nach hinten. Einatmen, ausatmen, hoch. Einatmen, ausatmen, absinken. Einatmen, ausatmen, hoch. Einatmen, ausatmen, absinken. Einatmen, ausatmen, hoch. Einatmen, ausatmen, absinken. Einatmen, ausatmen, hoch. Beine oben halten. Tief ein. Ausatmen, Beine beugen, Füße ablegen, einatmen, ausatmen, Handflächen zueinander, Arme nach vorne ziehen, seitlich ablegen. Spür hinein, atme noch einmal, tief, ruhig, in deinen Brustkorb ein, über die Bauchdecke aus und dann den Rest ausatmen. Machen wir noch eine Sequenz. Und mit die Arme wieder senkrecht nach oben einatmen, ausatmen, Arme über den Kopf, Handflächen Richtung Decke, Arme gestreckt, Achseln nach hinten, Knie heranziehen, tief einatmen, ausatmen, Arme, Beine nach oben strecken, Arme gestreckt, einatmen, ausatmen, Beine absenken, einatmen, ausatmen, Beine nach oben. Einatmen, ausatmen, Beine absinken. Einatmen, ausatmen, Beine hoch. Einatmen, ausatmen, Beine absinken. Immer beim Weichen auch atmen. Einatmen, ausatmen, hoch. Einatmen, ausatmen, absinken. Einatmen, ausatmen, hoch. Einatmen, ausatmen, absinken. Einatmen, ausatmen, hochziehen. Einatmen, ausatmen, absinken. Einatmen, ausatmen, hochziehen. Beine oben halten. Nochmal tief ein. Ausatmen, Beine beugen, Füße absetzen, einatmen, ausatmen, Handflächen zueinander, die Arme nach vorne ziehen, seitlich ablegen. Hier noch einmal tief ein, ausatmen, hineinspüren. Nimm den rechten Arm nach oben, komm auf deine rechte Seite rüber, bleib hier kurz liegen, linke Hand aufstellen, einatmen, ausatmen, hochdrücken. Komm in Adho Mukha Virasana. Die Handflächen hier in den Boden, die Knie etwas breiter, die Großzehen berühren sich, setz dich zurück. Richtung Ferse. Die Stirn ablegen. Atme hier rein. Tiefer, ruhig. In deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen den unteren Rücken noch mehr absinken lassen. Einatmen, Kopf anheben, im Ausatmen hochkommen, die Zehen aufstellen, die Knie ein wenig zusammen. Einatmen, Becken anheben, im Ausatmen Beine strecken. Adho Mukha Svanasana. Der Hund, der nach unten schaut. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Die Arme, die Beine gestreckt. Die Fersen ziehen nach außen,
Richtung Boden. Gesicht, Hals, Kehle und Bauch ganz weich. Wir machen jetzt dann noch den Schulterstand mit dem Stuhl. Und dann gehen wir zum Schluss in Shavasana. Einatmen, Kopf daneben, nach vorne laufen. Zu den Füßen. Die rechte Hand ins Becken, die linke Hand ins Becken. Zieh dein Brustbein maximal nach vorne, spann die Beine an und jetzt einatmen, hochkommen. Ausatmen. So, ihr braucht den Stuhl. Am Ende der Matte aufstellen. Nimm dein Polster. Das Polster nochmal auflockern. Dann nimmst du hier deine Decke, dass du es bequem hast, hier auf die Sitzfläche bringen. Deinen Abstand zwischen Stuhl und Polster so legen, wie du es gewohnt bist. Wenn du kurz ein bisschen auf. Dann setz dich hier auf den Stuhl. Und wir gehen gleich miteinander hinein. Die Beine oben drauf. Und dann nach unten kommen und die Querstäbe greifen, die Füße, Fußflächen zusammen, Brustbein durch den Kinn ziehen, atme jetzt tiefer ein, im Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen, Brustbein durch den Kinn noch mehr ziehen und die Schultern noch mehr zusammenbringen nach hinten. Die Knie zusammen, rechtes, linkes Bein nach oben strecken. Lass hier dein Brustbein Richtung hingezogen. Die Beine gestreckt. Atme hier tief ein. Im Ausatmen Bauchdecke absinken lassen. Und einatmen. Im Ausatmen die linken Zehen über den Kopf Richtung Boden. Beide Beine gestreckt. Brustbein bleibt Richtung hingezogen. Das Becken ausgerichtet. Zwischendrin tiefer, ruhig in den Brustkorb einatmen. Beim Ausatmen Bauchdecke wiederum einsinken lassen. Dann den Rest ausatmen. Diese Haltung heißt Ekapada Shavasana. Ekapada heißt ein Bein. Und versuch hier deine Stabilität zu halten. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Einatmen, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben bringen. Die Beine hier wieder maximal anspannen, die Oberschenkel nach hinten, ins Brustbein bis zum Kinn ziehen. Atmen hier wieder tief ein, über die Bauchdecke aus und dann den Rest aus. Linkes Bein auf die Lehne bringen, anspannen, einatmen, ausatmen, die rechten Zehen über den Kopf Richtung Boden. Beide Beine gestreckt. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch ganz weich. Brustbein bleibt Richtung hingezogen. Es ist so wichtig, dass das Becken eben ausgerichtet bleibt, die Schultern nach hinten so weit zusammen, Brustbein Richtung hingezogen und nicht die Zahnreihen hier aufeinander bringen oder Luft anhalten, sondern versuch in dieser Haltung deine Atmung zu beruhigen. Tief einatmen, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben. Brustbein noch mehr Richtung Kinn ziehen, Schultern noch mehr zusammenbringen. Rechtes Bein gestreckt auf die Linie. Rechtes Bein anspannen, tief ein, ausatmen, links die Zehen über den Kopf Richtung Boden. Maximal, jeder gibt sein Maximum. Dabei bleiben die Beine gestreckt, Brustbein Richtung Kinn gezogen, dann atme wieder tief, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen die Bauchdecke einsinken lassen und dann den Rest ausatmen. Noch bleiben in der Haltung. Zwei Atemzüge noch. Tief einatmen,
Ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben, die Beine wieder strecken, Brustbein Richtung Kinn ziehen, Schultern noch mehr zusammenbringen, linkes Bein gestreckt auf die Lehne, einatmen, ausatmen, die rechten ziehen in den Kopf Richtung Boden. Lass beide Beine gestreckt, die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Becken ausgerichtet. Dass ich nicht das rechte Bein nach unten bringe über den Kopf, nicht dann das rechte Becken auch noch anheben. Also das sollte hier nicht der Fall sein. Versuch die Beine maximal gestreckt zu halten. Und du spürst, dass du hier nicht mehr bleiben kannst. Dann komm in Baddha Konasana, also Shavasana in Baddha Konasana. Hineingehen, dass du die Fußflächen zusammenbringst auf der Lehne. Tief einatmen, ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben. Brustbein Richtung Kinn ziehen, Beine gestreckt. Jetzt beide Beine beugen, die Füße auf die Lehne, die Fußflächen zusammen, Knie auseinander. Jetzt atme tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Über die Bauchdecke aus und dann den Rest aufmachen. Bring deine Schultern noch mehr zusammen. Wenn du hier spürst, dass die Finger, die Hände eingeschlafen sind, die Arme eingeschlafen sind, dann die Finger einmal links etwas bewegen, einmal rechts etwas bewegen, damit hier wirklich die Arme, die Hände wieder durchblutet werden. Die Knie wieder zusammenbringen. Rechtes, linkes Bein nach oben strecken. Anspannen. Brustbein Richtung Kinn gezogen. Rechtes Bein gestreckt auf die Lehne. Einatmen. Ausatmen. Links die Zehen über den Kopf Richtung Boden bringen. Soweit es geht. Dabei bleibt dein Brustbein Richtung Kinn gezogen. Schultern zusammen. Soweit es möglich ist. Die Zähne berühren sich nicht. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz ruhig. Versuch hier. Deine Atmung zu beruhigen. Atme ruhig, gleichmäßig und tief. Tief einatmen, ausatmen, beide Beine nach oben bringen, linkes Bein gestreckt auf die Lehne, einatmen, ausatmen, die rechten ziehen über den Kopf Richtung Boden, beide Beine gestreckt. Angespannt, Brustbein Richtung Kinn gezogen, Schultern zusammen, Beine gestreckt, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz hoch, Becken ausgerichtet lassen. Wie gesagt, wenn ich ein rechtes Bein drüber ziehe, das rechte Becken nicht vom Stuhl anheben, wenn ich das linke drüber ziehe, die linkes Becken nicht anheben vom Stuhl, von der Stuhlkante. Die Zähne berühren sich nicht, Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Brustbein Richtung Kinn gezogen, Schultern so weit zusammen, so weit es möglich ist. Atme tief ein. Ausatmen, beide Beine senkrecht nach oben. Anspannen, Brustbein Richtung Kinn ziehen. Senkrecht die Beine nach oben. Atme hier noch einmal tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen. Und dann den Rest ausatmen. Lass den Brustbein Richtung Kinn gezogen. Die Beine jetzt beugen, Füße auf die Lehne. Nimm jetzt deine rechte Hand raus, greif das Stuhlbein, was näher bei dir ist, die linke raus. Stuhlbein greifen, die Füße auf die Sitzfläche bringen. Und dann lass dich langsam über das Polster nach unten gleiten. Und robbe dann mit den Schultern einmal links, einmal rechts etwas weg, so dass deine Unterschenkel flach aufliegen auf der Sitzfläche. Jetzt heb dein Becken an, die Hände zum Polster. Und bring das Polster näher Richtung Schulterblätter. Das Becken wieder absinken lassen, sodass das Becken ganz flach liegt. Die Handflächen nach oben geöffnet, die Arme ausgerollt.
schiebe jetzt die Schulterblätter nach mehr nach unten innen Richtung Polster. Atme jetzt tiefer, ruhig in den Brustkorb ein. Beim Ausatmen die Bauchdecke absinken lassen, Unterbauch absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Und noch einmal tiefer, ruhig in den Brustkorb einatmen. Beim Ausatmen die Bauchdecke einsinken lassen, Unterbauch absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Einatmen, beim Ausatmen den Kopf 50% zur rechten Seite rollen, langsam. Einatmen, beim Ausatmen den Kopf zurück in die Mitte rollen. Einatmen, beim Ausatmen den Kopf zur linken Seite 50% und Kopf langsam zur linken Seite rollen mit deiner Ausatmung. Einatmen. Im Ausatmen zurück in die Mitte rollen. Einatmen. Beim Ausatmen auf die rechte Seite 60% im Kopf langsam zur rechten Seite. Einatmen. Im Ausatmen zurück in die Mitte. Ganz langsam. Mit deiner Atmung. Einatmen. Im Ausatmen auf die linke Seite 60%. Den Kopf zur Seite. Einatmen. Im Ausatmen zurück in die Mitte. Einatmen. Im Ausatmen auf die rechte Seite 70% im Kopf zur rechten Seite. Einatmen. Im Ausatmen zurück in die Mitte. Einatmen. Im Ausatmen auf die linke Seite, den Kopf langsam 70% zur linken Seite rollen. Einatmen. Im Ausatmen zurück in die Mitte. Den Kopf jetzt in der Mitte liegen lassen. Atme hier noch einmal tiefer, ruhig in den Brustkorb ein, Brustkorb ausdehnen, Lunge füllen. Beim Ausatmen Bauchdecke einsinken lassen, Unterbauch absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Mit dieser Kopfdrehung wird die Halswirbelsäule wieder mobilisiert, stabilisiert. Greif mit den Händen zum Polster, heb dein Becken an, bring das Polster nach vorne Richtung Stuhl, lass dein Becken erst absinken. Spür mit deinem Becken den Boden, atme hier tiefer ein. Beim Ausatmen Bauchdecke absinken lassen und dann den Rest ausatmen. Jetzt nimm mit deinen Füßen die Decke und bring die Decke hier zu deinen Händen und leg die Decke hier auf deinen Bauch. Durch das Gewicht der Decke können sich die Organe tiefer und schneller absinken. Die Füße außen an den Stuhlbeinen, die weiter von dir weg sind, und schieb den Stuhl mit diesen Stuhlbeinen ins Freie, greif dann nach hinten mit den Füßen und schieb den Stuhl von. Leg dich jetzt so auf die Matte, dass die Fersen auf der Matte sind, dein Kopf auf der Matte, schiebe die Schulterblätter nach unten und versuch dich hier jetzt einige Minuten zu entspannen. Entspannen, dein Gesicht, Hals, Kehle, Bauch. Mit jeder weiteren Ausatmung lässt du deine Augäpfel noch tiefer in die Augenhöhlen zurücksinken. Mit jeder Ausatmung versuch dich noch mehr zu entspannen.
und bleib mit deinen Gedanken bei deiner Atmung. Atme ruhig, gleichmäßig und tief. Gesicht, Hals, Kehle, Bauch, ganz weich. Die Zahnreihen berühren sich nicht. Lass deine Augen geschlossen. Beug die Arme, leg deine Hände auf deinen Bauch. Stell die linke, rechte Ferse heran. Roll mit den Fersen das Polster ein kleines Stück weg von dir. Die Füße auf dem Boden abgestellt, die Füße etwas breiter wie deine Hüften. Die Knie fallen von alleine zusammen. Atme hier noch einmal tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen die Bauchdecke absinken lassen und dann in Rest ausatmen. Komm auf deine rechte Seite, den rechten Arm nach oben. Roll auf deine rechte Seite, bleib hier in so einer Embryo-Stellung liegen. Dein Kopf liegt auf deinem rechten Oberarm, die Beine weit angezogen, die linke Hand vor dir aufgestellt. Atme jetzt tiefer, ruhig in deinen Brustkorb ein. Beim Ausatmen mach dein Gesicht, deine Stirn noch weicher. Denk dran, beim Hochkommen den Kopf hängen lassen, über die Seite hochkommen und als letztes den Kopf anheben. Stell die linke Hand vor dir auf, atme ein. Beim Ausatmen langsam seitlich hochkommen, Kopf hängen lassen. Langsam aufsetzen, dann Wirbel für Wirbel aufrollen, als letztes den Kopf anheben. Nimm die Hände in Gebetshaltung. Namaste. Namaste ist der Dank vom Lehrer zum Schüler und vom Schüler zum Lehrer und heißt, das Göttliche in mir sieht das Göttliche in dir. Ich hoffe, dass euch diese Sequenz gefallen hat. Da waren halt keine zu schweren Haltungen drin. Das ist natürlich für diejenigen, die eben Knieprobleme haben, die Knie öffnen müssen. Wir sollten das eigentlich regelmäßig machen, auf die Blöcke sitzen und dann zurückgehen. Und immer wenn man spürt, dass am unteren Rücken Druck da ist, dann weiß ich, dass diese Oberschenkelvorderseite, Rückseite einfach noch mehr geöffnet werden müsste, um eben diese Spannung aus dem Rücken rauszubringen. Also Yoga hat... Bring eben deinen Körper
ins Gleichgewicht. Körper, Geist, Seele ins Gleichgewicht. Und der Körper ist ganz wichtig, da fällt vieles mit hinein. Also jeder Muskel, der was irgendwo mehr Zug hat, und jeder hat sein Alltagsleben. Und je mehr ich im Alltag mache, umso mehr komme ich aus dem Ungleichgewicht. Also wenn ich im Ungleichgewicht bin, dann muss ich versuchen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Yoga ist ein gutes Hilfsmittel, eben um dieses auszugleichen. Ich hoffe, dass wir uns am Freitag wieder sehen. Und gebt diesen Link bitte an Freunde, Bekannte weiter. Momentan kann jeder mitmachen. Und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder in unserer Sequenz.